Sehr geehrte Damen und Herren, in meinem Antrag geht es nicht um den oberösterreichischen ÖVP-Landtagsclub Asphaltierungsprogramm 2019, sondern um Straßensanierung. Wir haben vor, 2019 einige Straßen zu sanieren: die Mittelstraße, die Arbeiterstraße, Steinwehrenweg, Gehsteige in der Schweigerstraße, Sanierung der Hochstraße, inklusive den zugehörigen Kanalbauten, Absenkungen von den Gehsteigen. In der Bahnhofstraße werden die Gehsteige saniert, die Fräsarbeiten werden stattfinden, gleichzeitig auch die Straßenbeleuchtungen. Das Ganze unterteilt sich in diese vier Hauptgruppen. Hauptgruppe 1 ist der Straßenbau, Hauptgruppe 2 Kanalbau, Hauptgruppe 3 ist die Straßenerhaltung und die Straßenbeleuchtung ist die Gruppe 4. In Summe sind dafür 798.535,20 € aufzuwenden und daher suche ich um Freigabe dieser Mittel. Ein stolzer Betrag, wünscht dazu jemand das Wort? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir kommen somit zur Abstimmung über das Schlusswort. Schlusswort. Geht's noch? Gerne, freilich. Ja, ja. Natürlich eile mich. Ja. Eilen mich natürlich immer wieder Anrufe, E-Mails und dergleichen in Steyr, dass viele Straßen kaputt sind. Ich muss sagen, ich muss den Anrufern leider recht geben und ich kann immer nur eines sagen, es liegt leider auch an den Finanzmitteln, dass es jetzt sehr schwierig ist, diese aufzutreiben, dass man alles machen kann. Wir sind bemüht. Ich werde mich auch im Herbst bei den Budgetverhandlungen wieder bemühen, dass ich den Herrn Bürgermeister den einen oder anderen Euro herauslocken kann, damit mehr Straßen saniert werden können. Danke. Kann mich dem nur anschließen. Ich bemühe mich auch sehr. Ich bemühe mich auch weiter. Wir kommen zur Abstimmung über das Asphaltierungsprogramm 2019. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Wer ist dagegen? Wer bestimmt Enthaltung? Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Bedanke mich und darf als nächsten Berichterstatter den Stadtrat Kommissar Gunter Meyer versuchen. Bitte, Gunter.